Willkommen zum DigiTalk, unserem Online-Diskussionsformat zu digitalen Themen auf Erwachsenenbildung.at. Ich bedanke mich beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Förderung dieser Diskussionsreihe und bedanke mich auch vor allem bei meinen Kolleginnen, die hier im Hintergrund supporten, namentlich Karin Kulmer, Beatrice Kogler und auch Bianca Hall bis heute dabei und begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Wir sind jetzt schon 57 Teilnehmende, obwohl es natürlich heute ein brisantes innenpolitisches Thema gibt, das ablenkt und ich weiß gar nicht, ob die Pressekonferenz überhaupt schon vorbei ist, ja. Trotzdem sind Sie hier bei uns, das freut mich sehr und bestätigt uns auch in unserer Themenwahl für diesen Talk heute. Bitte beachten Sie, dass der Talk aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird und dass Sie durch Ihre Anmeldung dem auch zugestimmt haben. Die Aufzeichnung läuft auch bereits, sehe ich. Und wie üblich ist es so, dass der Chat nicht mitveröffentlicht wird und die Teilnehmendenliste nicht mitveröffentlicht wird. Aber natürlich, wenn man mit Video sichtbar ist, wird dieses Video auch aufgezeichnet. Wobei das ja gegenwärtig in Ihrer Hand liegt, das Video ein- oder auszuschalten. Die Regelung, die wir getroffen haben, und da hast du mich gebeten, Karin, noch einmal darauf einzugehen, ist die, dass wir zunächst einmal im Stil einer Podiumsdiskussion starten. Wir haben wichtiges und brisantes Thema, bei dem wir uns auch wirklich wünschen, die 1,5 Stunden fokussiert zu diesem Thema diskutieren zu können. Und wir haben dafür Diskutanten, Podiumsgäste auch einladen und gewinnen können, die uns da einfach auch mit ihrer Zeit, Aufmerksamkeit und Expertise sehr, sehr wertvoll sind. Wir möchten daher mal den ersten Teil dieser Diskussion wirklich darauf verwenden, mit Ihnen zu diskutieren. Ich werde aber natürlich alles, was im Chat kommt, aufgreifen und einmoderieren. Also bitte beteiligen Sie sich wie immer ganz intensiv im Chat. Ich lese mit und schau, dass das auch alles zur Sprache kommt. Aber grundsätzlich starten wir erstmal so im Stil einer Podiumsdiskussion. Und daher möchte ich Sie auch eben bitten, sich vorerst auf den Chat zu beschränken. Noch ein kleiner Housekeeping-Hinweis für alle die, die eine Teilnahmebestätigung zum Webinar benötigen. Sie müssen bitte mit dem echten Namen bis zum Ende dabei sein und am Schluss eine kleine Frage beantworten, also einen kleinen Fragebogen ausfüllen, so viel noch zum letzten formalen Hinweis, bevor es losgehen kann. Ja, worum geht's heute? Ich denke, es ist uns allen bewusst in den letzten Wochen, wir sind alle mit betroffen davon, wir erleben alle sehr, sehr viel Verunsicherung und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass jetzt Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen im Internet zugenommen haben und dass auch manche Diskurse und Debatten hitziger verlaufen und teilweise auch noch aggressiver verlaufen als sonst und als bisher. Und wir fragen uns im heutigen Talk, was die Erwachsenenbildung hier tun kann und soll und was sie konstruktiv beitragen kann in einer Zeit, in der Ängste und Sorgen und Meinungen so sehr dominieren. Gibt es da vielleicht Möglichkeiten für Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerinnen, etwas Orientierung zu geben, etwas Sicherheit zu geben und gleichzeitig einen kritischen Umgang mit Informationen zu fördern und einen respektvollen Diskurs zu fördern? Wie könnte das ausschauen? In welcher Weise kann sich die Erwachsenenbildung da eben einbringen? Und das ist uns sehr, sehr wichtig, wirklich also sozusagen darüber zu diskutieren. Ich möchte auch, und sagt es im Vorfeld schon dazu, den Fokus halten auf diese Fragen. Gerade dieses Thema lädt ja dazu ein, sozusagen auch den einen oder anderen Seitendiskurs zu führen. Ich möchte wirklich also hier den Fokus halten und bin einfach auch sehr froh, dass wir heute Podiumsgäste gewinnen konnten, die einerseits sehr reflektiert und andererseits einfach mit sehr viel Praxiserfahrung an die Sache herangehen. Und Karin als Technik-Support hat jetzt ganz sicher schon unsere Podiumsgäste angepinnt, ja, sodass wir sie sozusagen verstärkt im Mittelpunkt sehen. Und ich würde Ihnen allen empfehlen, dass Sie in diesem Fall die Sprecheransicht wählen, weil Sie dann einfach eine sehr gute Fokussierung auf die am Anfang Sprechenden
Personen haben und das einfach die angenehmere Ansicht ist für unsere erste Diskussion. Und wir starten mit einer Vorstellrunde. Ich möchte einfach Sie alle, euch alle am Podium bitten, euch kurz vorzustellen, und wir werden das so in alphabetischer Reihenfolge machen und haben dazu ja auch ein paar so Steckbriefe vorbereitet, die wir jetzt auch schon einblenden können. Und ich möchte einfach mit dir, Hakan, starten. Hakan, bitte, wenn du dich kurz vorstellst. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hakan Gürses, ich bin der wissenschaftliche Leiter der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Das ist die Fachorganisation für politische Erwachsenenbildung in Österreich, vom Ministerium seinerzeit gegründet. Und ja, also wir sind hauptsächlich eben im Bereich der Erwachsenenbildung tätig. Ich habe in Wien Philosophie studiert, habe dann etwa 15 Jahre lang an der Uni Wien Philosophie unterrichtet, vor allem politische Philosophie, aber durchaus auch Sprachphilosophie etc. Und war aber auch als Journalist lange Jahre tätig im ORF und aber auch außerhalb. Ja, und jetzt bin ich seit 15 Jahren bei der Gesellschaft für politische Bildung tätig. Ja, vielleicht gehe ich auch ganz kurz auf mein großartiges Motto ein. Das bezieht sich ein bisschen auf den Titel Medienkompetenz, dieser Begriff. Nicht, dass ich mit dem Begriff ein großes Problem hätte, obwohl ich habe es schon. Aber wir haben ja selber ein Training, das heißt ja auch kritische Medienkompetenz. Das heißt, ich verwende den Begriff, es ist nicht so, dass es ein Tabu ist sozusagen. Es geht aber eher darum, wenn wir von Kompetenzen reden, wenn wir von individuellen Fähigkeiten reden, dann ist es sehr wichtig, so sozusagen mein Vorschlag, auch die Zielsetzung etwas genauer sich anzuschauen und die Kompetenz nicht für die Lösung struktureller Probleme zu halten. Und ich glaube, wir haben mit solchen Problemen zu tun, auch bezüglich dieses Themas. Danke. Ja, das ist schon ein erster Ausblick auf eine spannende Diskussion. Danke dafür, lieber Hakan. Und ich bitte dich, Matthias, mit der Vorstellrunde weiterzumachen. Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Matthias Jax. Ich bin Projektleiter von saferinternet.at. Saferinternet.at ist die EU-Initiative, die sich in Österreich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche beim sicheren Umgang mit dem Internet zu unterstützen. Wir haben da natürlich nicht nur die Zielgruppe der Kinder und Jugendliche, sondern natürlich alle Bezugspersonen und deswegen auch das Thema Erwachsenenbildung. Für uns ist ja natürlich der Erwachsene die erste Bezugsperson, die wir versuchen zu erreichen, damit es dann Informationen zu den Kindern und Jugendlichen auch durchdringt. Das ÖIAT steht für Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation. Das ist so die Dachorganisation, der Dachverein, Non-Profit-Organisation, in der diese unter anderem einer dieser Initiativen wie eben Safe Internet eingegliedert ist. Und ich habe auch ein Motto gewählt: Die Vermittlung von Medienkompetenz beginnt zuerst bei einem selbst. Und da ging es mir einfach darum zu sagen, dieses Lifelong Learning, was ja immer irgendwo so herumschwirrt, auch im europäischen Rahmen, ich glaube, das müssen wir wieder verstärkt einfach auch ein bisschen hinarbeiten, weil in dem Moment, wo ich beginne, was zu vermitteln, muss ich auch wirklich verstehen, was ich vermittle. Und da scheitern wir, glaube ich, oft. Danke, Matthias. Auch da schon eine interessante Vorschau auf die Diskussion. Lieben Dank, und bitte, Johanna, wenn du weitermachen magst in der Vorstellrunde. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Mein Name ist Johanna Urban und ich bin einerseits beschäftigt an der Uni Wien am Zentrum für Lehrerinnenbildung und betreue dort gerade ein Erasmus-Plus-Projekt, wo wir uns eigentlich mit der Vermittlung von wissenschaftlichen Ergebnissen, sage ich jetzt mal, an unterschiedliche Zielgruppen befassen, also auch im Bildungskontext. Und gleichzeitig bin ich auch seit mehreren Jahren als freiberufliche Trainerin und Vortragende tätig und befasse mich da ganz intensiv mit Zivilcourage on und offline, aber auch mit Themen wie Falschinformationen, Hass im Netz, Diskriminierung und Strategien dagegen. Genau, und unter anderem darf ich auch an der virtuellen PH einen Kurs für Lehrende zum Thema Falschinformationen betreuen. Und genau, zu meinem Motto vielleicht doch noch, das ich angegeben habe.
Also ich sehe das ganz stark in meiner Praxis sozusagen. Wir reden ganz oft davon, was die Jugendlichen nicht alles können sollten oder wo man da ansetzen sollte. Aber auch wir Erwachsene sind nicht davor gefeit, auf Falschinformationen hineinzufliegen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass alle für die Mechanismen dahinter auch sensibilisiert werden und auch dazu ermutigt werden, aktiv dagegen vorzugehen, weil ganz oft liest man nur mit und traut sich aber auch nicht einzugreifen oder weiß vielleicht auch nicht ganz, wie das funktionieren könnte. Genau. Danke, Johanna, ganz nah am Kern unseres heutigen Themas. Vielen Dank. Und André, bitte. Wir hören dich noch nicht. Oh, gleich. Einer jetzt muss es ja so machen. Hallo erstmal, natürlich freut es mich auch heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist André Wolf, ich arbeite für den Verein Mimikama. Der Verein Mimikama ist ein Verein gegen Internetmissbrauch, gegründet 2011 hier in Wien. Also nicht erschrecken, ich sitze tatsächlich in Wien, auch wenn ich mich nicht so anhöre. Ich arbeite jetzt für den Verein schon über 6 Jahre, wohne also auch schon 6 Jahre hier in Österreich. Ja, unsere Hauptaufgabe liegt darin, Falschmeldungen zu erkennen, die auf Social Media sind oder generell ursprünglich waren es Fallen, auf die Menschen auf Social Media hereinfallen können. Also im Grunde genommen wurde der Verein damals gegründet durch eine Falle, auf die der Gründer selbst hereingefallen ist und er wollte anderen einfach nur helfen. Und das ist halt im Kern so geblieben. Also diese gesamten Sachen, was politisch oder manipulativ auf Social Media da ablief, das war 2011 noch gar nicht so stark wie heute und dementsprechend sind wir da auch erst hineingewachsen letztendlich in den letzten Jahren und auch immer stärker aktiv geworden letztendlich, einfach weil wir in der Rolle waren letztendlich. Also es ist niemand gekommen, der gesagt hat, hier Verein Mimikama, ihr müsst das jetzt machen, sondern wir haben halt gemerkt, da ist Bedarf und mit dem Bedarf sind wir halt gewachsen, sodass wir halt heute ja viel zu tun haben, seit einem Jahr sogar sehr, sehr viel zu tun haben. Danke, André. Und ich merke das immer bei den bisher wenigen Gelegenheiten, wo wir miteinander zu tun haben. Du bist wirklich, und ihr habt ja auch einen Daily Newsletter, wirklich mehr als beschäftigt. Der spiegelt sich in deiner täglichen Arbeit wieder, dass da jetzt wirklich einfach eine Zunahme dieser Phänomene gibt. Vielen Dank dafür. Und ihr habt es ja schon angesprochen, es geht da ganz oft auch so um Informationen, Falschinformationen, auf die man sozusagen hereinfällt und die man dann vielleicht weitergibt und teilt. Deswegen möchte ich jetzt das auch gleich aufgreifen und anschließen mit einer Einstimmungsfrage oder eigentlich 2, 3 kleinen Einstimmungsfragen an unsere Zuhörer, Zuschauer, nachher Mitdiskutanten. Und ich bitte dich, Karin, die erste Umfrage auch schon zu teilen. Und zwar ist es die Frage, wo informieren Sie sich eigentlich über das Tagesgeschehen? Also Umfrage an alle, wo informieren Sie sich eigentlich über das Tagesgeschehen? Okay, und da kriege ich gerade eine Technik-Problematik hereingemeldet und habe jetzt selber die Umfrage freigeschaltet. Können Sie die Umfrage sehen? Ja, danke schön. Dann bitte ich Sie schon abzustimmen. Wie schaut das dann aus? Wo informieren Sie sich? Muss man ein bisschen lesen. Wir haben das sehr genau aufgedröselt, wo man sich informieren könnte. Und da einige beantworten auch schon die zweite Frage, wo sie Inhalte weitergeben. Interessant, oder? Wo informieren Sie sich über das Tagesgeschehen? Mehr als drei Viertel lineares Fernsehen bzw. Rundfunk, fast 3/4 Tageszeitungen online. Danach erst nur mehr 30% Tageszeitungen print. Mehr als das Social-Media-Seiten oder Gruppen. 1/4 im Social-Media-Feed, weniger in Messenger-Gruppen, ganz wenige Videoportale, aber 15%, 16% Daily-Newsletter. 4% Sonstiges. Sonstiges, da steht Gespräch, Telefonat, fände ich auch sinnvoll. Ja, Frau Langenkamp, gell? Da haben Sie wirklich recht, ja, genau.
Genau. Und da tauchen natürlich gleich die Forschungsinteressen und Forschungsfragen auf, ja. Altersdurchschnitt der Teilnehmenden, wer da eher was ankreuzt, das verstehe ich sehr gut. Diese Fragen tauchen bei mir auch auf. Ich habe gerade in meiner Lehrveranstaltung festgestellt, dass 3/4 der Leute, die das Tagesgeschehen über Instagram verfolgen, in der ganz jungen Altersgruppe, das haben wir da jetzt nicht mit erhoben, das ist ja eine Einstimmungsfrage und keine wissenschaftliche Umfrage. Podcasts sind wichtig, genau, Podcasts, genau. Danke für die Ergänzungen. Ich schaue jetzt noch auf die zweite Frage, wo geben Sie denn eigentlich häufig Inhalte weiter? Und da geht es natürlich über ein Drittel retweeten, liken, teilen auf Social Media und über ein Drittel in Messenger-Apps. Und ein knappes Drittel gar nicht, gell? Genau, gut, gut. Vielen Dank dafür. Zur Einstimmung, ja, das ist einmal so das eigene, gell? So das eigene Medienverhalten, so mal zum Reindenken, wo informiere ich mich, wo gebe ich was weiter. Aber als Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerinnen haben wir es ja immer auch mit Teilnehmenden zu tun, sind vielleicht auch in einer nochmal anderen Funktion als Privatperson, ja. Und da möchte ich jetzt noch mit einer dritten Einstimmungsumfrage anschließen, nämlich, mit welchen Zielgruppen arbeiten Sie denn vorrangig? Also die Personen, die jetzt bei uns sind und mit uns diskutieren werden. Und diese Frage stelle ich einfach im Chat, ja, weil Zielgruppen zu benennen ist eine diffizile Sache. Sie selber wissen, wie Sie Ihre Zielgruppen am ehesten ansprechen, ob Sie eher mit Jüngeren, mit Älteren, mit Berufstätigen, mit Arbeitssuchenden oder und so weiter, ja. Mit Akademikerinnen, mit Menschen mit Basisbildungsbedarf, was auch immer, ja, ihre Zielgruppen sind. Dürfen wir Sie da mal einen kurzen Überblick bitten? Und da geht schon dahin im Chat. Da sind viele mit Studierenden, auch mit Jugendlichen, viele, ja, auch etliche mit gesundheitlichen Themen, Problemen, aber auch etliche mit Multiplikatorinnenfunktion, also Erwachsenenbildner, Lehrkräfte auch, Eltern, also Multiplikatorinnen auch einige, aber breit gestreut, auch Teilnehmende mit Basisbildungsbedarf. Okay, dankeschön. Kriegt man ein gutes Bild einmal gleich am Anfang. Mit wem Sie einfach arbeiten und da also mit Fragen der kritischen Medienkompetenz zu tun haben oder wollen wir es mal lieber so nennen, Hakan, mit Fragen der kritischen Urteilsfähigkeit und der ja, konstruktiven Diskursführung. Ich habe mit einem sensiblen Ohr gehört, dass du mit dem Kompetenzdiskurs nicht glücklich bist und möchte jetzt nicht vertiefend darauf eingehen. Wir brauchen diesen Begriff aber auch gar nicht unbedingt, sondern es geht einfach so um kritische Urteilsfähigkeit und konstruktives Diskursverhalten. Gut, danke für den guten Überblick. Und ich denke, es gibt uns schon mal so eine gute Möglichkeit, mit einem Bild von den Teilnehmern, von unseren Diskussionsteilnehmern einfach einzusteigen in das erste Podiumsgespräch. Und ich möchte das einfach starten so mit der Frage, von welchen Phänomenen man denn überhaupt reden, ja, worum geht es denn da hier eigentlich, ja, was sind denn überhaupt Phänomene, bei denen die Erwachsenenbildung oder ein Erwachsenenbildner, eine Erwachsenenbildnerin sozusagen gefragt ist, aktiv zu werden, ja, was beobachten wir da, was beobachtet ihr? Und ja, wer was sagen möchte dazu, bitte sich einfach melden. Sonst spreche ich diejenigen an, von denen ich weiß, dass sie viel beobachten. Matthias, bitte. Ich habe auf andere gewartet. Genau, er beobachtet die wirklich eins zu eins. Wir sind ja nur gefangen eigentlich in unserer eigenen Social-Media-Bubble. Und ich glaube aber, das ist es auch, was mir wichtig ist, heute ein bisschen darauf hinzuweisen, einfach, dass wir persönlich immer mit natürlich diesen Phänomenen beschäftigt sind und wir uns eigentlich durch die Pandemie in einer tagtäglichen digitalen Welt irgendwo herumsurfen und mit Informationen konfrontiert werden, die mehr oder weniger stimmen und
ich glaube, genau an dem Punkt stehen wir gerade. Wie können wir das dann auch weitergeben? Weil eben wie im Eingangsstatement schon gesagt, was heißt es eigentlich jetzt, etwas sowas zu vermitteln, ganz schnell was zu überprüfen? Ja, wie funktioniert denn das? Also das sind ganz konkrete Dinge schon. Und mit solchen Phänomenen sind wir natürlich tagtäglich auch konfrontiert. Also einmal schnell zu überprüfen, ich habe nicht 10 Minuten Zeit, da was anzuschauen. Und jetzt kommt schon André dazu, bitte. Genau, ich wollte mir nicht anmaßen, die Runde zu eröffnen, deswegen habe ich dir den Vortritt gelassen. Grundsätzlich kann ich sagen, wir beobachten tatsächlich seit 10 Jahren schon alles, was auf Social Media unterwegs ist, beziehungsweise wir kriegen gesendet, was dort unterwegs ist an Inhalten. Also wir können nicht monitoren, da sind wir zu schwach besetzt einfach, sondern Menschen senden uns zu, was sie finden, wo sie Fragen zu haben, wo sie Antworten gerne zu hätten, was leider nicht immer so einfach ist, weil viele Sachen sind halt einfach so komplex, dass es schwierig ist, sie einfach zu erklären. Und daran können wir halt erkennen, dass gerade auf Social Media viel Leben hereingekommen ist in den letzten Jahren. Das liegt natürlich daran, dass wir es mit einem massentauglich gewordenen Medium zu tun haben. Also es ist nicht so, dass das Internet neu ist. Es ist auch nicht so, dass Social Media neu ist. Aber was herangereift ist, dass wir alle mittels Technik, einfacher Technik, teilnehmen können. Wir haben alle mittlerweile mehr oder weniger ein Smartphone. Wir haben alle funktionierende Volumentarife. Ich kann aus meiner Zeit in Deutschland vor 7 Jahren noch mich erinnern, wir hatten ganz einfache Tarife mit 500 Megabyte, dann war Ende. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wir brauchen uns also keine Gedanken mehr machen, wie lange wir im Netz unterwegs sind und welche Seiten, welche Videos wir abrufen und was wir konsumieren. Das führt natürlich dazu, dass wir mehr konsumieren und auch dementsprechend mehr Informationen auf uns hereinprasseln, die auch bewertet werden müssen. Und da sind wir jetzt an dem entsprechenden Punkt. Auf einmal kriegen wir diese Vielzahl von Informationen und jetzt müssen wir lernen, damit umzugehen. Und das fällt vielen halt noch schwer. Einfach dieses Filtern, was ist welches Medium, wie seriös ist dieses Medium, wer steckt dahinter, liegt dort eine Tendenz hinter, da werden wir heute wahrscheinlich noch mehrfach drauf sprechen zu kommen, wie tendenziöse Medien aussehen und woran ich die erkenne. Und vor allem, was wird dort gebracht? Wie es gibt auch verschiedene Gattungen beispielsweise im Journalismus. Was ist ein Kommentar? Was ist Boulevardjournalismus? Wie funktioniert der? Wie sieht eine möglichst objektive Berichterstattung aus? Und das müssen viele Menschen halt noch lernen, denn wir haben eine Informationsflut, die ist auch nicht mehr wegzudenken. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich will weder Social Media noch die Informationsflut kritisieren, doch wir müssen halt damit umgehen können, was wir lesen, was wir sehen und das dementsprechend für uns auch ja, begreifen. Danke. Johanna, bitte. Also ich würde dem zustimmen und ich glaube, was eben auch noch ganz wichtig ist, ist, das haben wir jetzt im letzten Jahr auch gesehen, wie geht man mit wissenschaftlichen Ergebnissen oder mit wissenschaftlicher Forschung um und was für Verständnis gibt es da in der Bevölkerung auch, weil natürlich nicht jede Person einfach den gleichen Zugang dazu hat und vielleicht auch nicht das gleich erfassen kann. Also, dass Wissenschaft nicht gleichzusetzen ist mit Wahrheit, sondern dass da Diskurse gibt und einfach auch wissenschaftliche Methoden, dass nicht jede Statistik automatisch einfach stimmt, sondern dass man einfach hinterfragen muss, wie wird etwas dargestellt zum Beispiel. Also das sind ja auch alles Dinge, glaube ich, die man da noch mitbedenken sollte. Also eine Scientific Literacy, um die es da gewissermaßen auch geht, die da auch reinspielt. Und das haben wir, glaube ich, eben jetzt in den letzten Monaten natürlich ganz massiv gesehen, einfach auch. Mhm. Absolut. Also Fragen, wenn ihr euch jetzt mal so richtig verstanden habt, dann geht es bei den Phänomenen, die auftauchen, um Informationen, die man bewerten muss aufgrund der Informationsflut, auch wissenschaftliche Informationen, die bewertet werden müssen. Ja. Ich sehe ganz viel auch schon im Chat dazu passieren, auch ein paar Fragen sozusagen zum Thema. Aha, die andere hat die auch schon beantwortet. Und Hakan, du möchtest dich auch anschließen und was dazu sagen, bitte. Ja, also meine Antworten, Kommentare beziehen sich natürlich doch eher auf meinen Bereich, nämlich politische Bildung und vor allem politische Erwachsenenbildung. Aber da das eben das allgemeine Thema ist, es gibt ja in der politischen Bildung schon lange diese Diskussion, inwieweit kann politische Bildung intervenieren? Also inwieweit ist Bildung eine Möglichkeit sozusagen zu intervenieren? Und da gibt es ja immer diese Metapher der Feuerwehr. Ist die politische Bildung sozusagen, hat die politische Bildung diese Feuerwehrfunktion? Das wird
von den meisten Kolleginnen und Kollegen abgelehnt, von uns natürlich auch. Bildung ist ein längerfristiger Prozess. Mit Bildung kann man meiner Meinung nach nicht in dem Sinne intervenieren. Politisch kann man immer intervenieren. Ich kann als Bürger jederzeit intervenieren. Ich kann in einer NGO aktiv sein, dort intervenieren. Natürlich gibt es auch eine engagierte Form von Bildung, die ja gewissermaßen, wie soll man sagen, gebunden ist, wenn man so will, kann man durchaus auch. Was wir versuchen, ist allerdings eher längerfristige Trends zu erkennen, zu sehen, was passiert hier eigentlich insgesamt, inwieweit nehmen welche Tendenzen zu. André hat das kurz erwähnt, auch so diese Art von Tendenzen sozusagen sich anzuschauen. Man kann von Megatrends auch reden oder wie auch immer. Und dass man dann natürlich sich von der Didaktik bis hin zu den also Inhalten, natürlich auch bis hin zu den Schwerpunkten ein wenig auch an diesen Megatrends orientiert. Was für uns quasi nicht sehr ein als wählbarer Weg sozusagen zu sein scheint, ist zu sagen, jetzt gibt es die Gefahr von dieser oder jener politischen Richtung, wir müssen jetzt etwas dagegen tun. Bei uns laufen nach jeder Wahl, auch sei es irgendwie in einem kleinen Dörferl irgendwie die Telefone heiß, jetzt sollten wir irgendwas tun, weil die falsche Partei gewählt wurde, quasi, und oder die falschen Leute. Und man will, dass wir tatsächlich ganz schnell auch gegen diese Politik etwas tun. Und wir haben beispielsweise dieses Training, das wir in Österreich irgendwie, also von Deutschland nach Österreich gebracht haben und hier die Trainerinnen und Trainer dafür ausbilden, nämlich das Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Und da wird sofort ein Argumentationstraining von uns verlangt, dass wir da oder dort eben das in 2 Tagen machen und die Leute fit machen sozusagen. Viele Kolleginnen und Kollegen setzen, da werde ich ein bisschen polemisch quasi, setzen sich gerne auf diese Welle und ja, schreiben Bücher, veröffentlichen irgendwelche Broschüren etc. in sozusagen ein paar Klicks oder nach ein paar Seiten sei man sozusagen ganz gut gefeit gegen Rechte oder Linke oder was für eine Gefahr auch immer. Das ist aus meiner Sicht keine sehr seriöse Art, Erwachsenenbildung zu betreiben. Mhm. Erwachsenenbildung ist ein etwas langfristiger Prozess. Gut, danke dafür, ja, dass wir uns das sozusagen auch gleich einmal, dass du uns auch gleich auf die Gefahren aufmerksam machst. Es geht ja nicht um politische Intervention, da gebe ich dir vollkommen recht. Es geht um was anderes. Es geht sozusagen um vielleicht Unterstützung, Ermächtigung von Lernenden oder um selber auch einmal im ersten Schritt beim Beurteilen von Informationen, beim Umgang mit Medieninhalten und auch ja, allem, was uns so begegnet, was uns verunsichert und verstört, online im Netz jetzt in erster Linie. Und ich möchte auch gleich darauf zurückkommen, das ist nämlich schon ein bisschen so auch angesprochen worden und ist auch im Chat schon aufgegriffen worden, deswegen gleich mein erster Blick dorthin. Wie ist das jetzt so mit der Wissenschaft? Ja? Müssen wir denn jetzt, Johanna, du hast das sozusagen als erstes jetzt eingebracht, müssen Menschen, schreibt da Petra Steiner im Chat, müssen Menschen heute wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse oder Berichte bewerten können? Das ist eine sehr hohe Anforderung. Wie ist das denn? Oder, und da komme ich auf etwas zurück, was du, André, glaube ich, schon auch gesagt hast vorher, wie ist es denn mit einem Qualitätsmedium? Ja, kann ich da einfach dem Medium vertrauen und enthebt mich das dann ein Stück weit der eigenen Aufgabe zum Beurteilen von Inhalten? Ja, ich weiß nicht, wer von euch sich da jetzt angesprochen fühlt. Ich finde beide Fragen spannend. Ja. Bitte, Johanna. Also vielleicht noch kurz zu dem Thema Wissenschaft. Also ich wollte damit nicht sagen, dass jede Person in der Bevölkerung jetzt wissenschaftliche Forschung bis ins Detail nachvollziehen können muss. Also auch wenn es jetzt um einzelne Forschungsprojekte geht, vor allem was jetzt medizinische Themen zum Beispiel angeht, wird jetzt nicht jeder Laie da das im Detail nachvollziehen können. Aber ich glaube, gestern haben wir ein ganz gutes Beispiel in den Medien gehabt, wo es darum gegangen ist, dass das Asthma-Spray gegen das Coronavirus helfen kann. Und wo man dann
vor dem AKH hat es ja dann ein Interview gegeben, sozusagen, wo man sich dann anschauen muss, okay, um welche Studie geht es da überhaupt, wie viele Personen wurden da mit einbezogen. Also es ist eine relativ kleine Studie zum Beispiel, sodass man einfach ein bisschen hinterfragen lernt, was für Bedeutung haben gewisse Studien. Also das kann jetzt natürlich sein, dass das uns weiterbringt auf alle Fälle, aber wir wissen eigentlich noch relativ wenig davon. Also ein bisschen einordnen zu lernen sozusagen, wie man mit so Ergebnissen umgehen kann oder auf was man zum Beispiel achten kann, so eher. Also so um ein grundlegendes Gefühl oder grundlegendes Wissen, aber kein Detailwissen. Umschreibst du das ein bisschen vielleicht? Ja, so wie ich jetzt höre, ist das ja, gibt ganz viel Zustimmung, sehe ich da, und wie ich jetzt höre, ist das sozusagen dann diese Kompetenz oder Fähigkeit im Umgang mit wissenschaftlichen Informationen, so ein Stück Informationskompetenz, ja. Und ich weiß nicht, ob diese gehobene Hand, Matthias, bitte. Ich wollte nur noch mit einbringen, weil ich glaube, das ist auch das, warum wir gerade genau an dem Punkt sind, wo wir sind, weil die Leute das erste Mal merken, dass Wissenschaftler sich untereinander auch nicht einig sind, weil so funktioniert halt Wissenschaft. Nur wenn man jetzt nicht in einer akademischen, technischen Wissenschaft war, dann ist man das halt nicht gewohnt, weil da geht man immer davon aus, also ich komme ja auch aus einer sozialwissenschaftlichen Schiene, man geht ja davon aus, dass ein Physiker recht hat, wenn er das sagt, weil der wird das wohl überprüft haben, aber dass die untereinander natürlich auf ganz anderen, unterschiedlichen Ebenen diskutieren und auch Meinungen ändern, zwar nicht im Kern, aber vielleicht die Rahmenbedingungen einfach dann mit einbeziehen, das lernen wir halt jetzt gerade als normalsterbliche Bürger. Und ich glaube, in der Erwachsenenbildung ist es halt dann noch mal ein bisschen gemeiner, weil wir als Erwachsenenbildner haben natürlich einen viel höheren, wir sind ein bisschen drüber, wir müssen ein bisschen einen höheren Standard an uns selbst auch herannehmen und uns entsprechend da auch bilden. Und das ist halt das Problem. Und da gibt es ja ein tolles Beispiel, die Kollegin von Mice Lab, die ist ja letztes Jahr auch ausgezeichnet worden, die kann ich wirklich nur ans Herz legen. Ich werde dann einen Link noch hineinposten. Dort lernt man, wie Wissenschaftskommunikation funktionieren kann. Also das ist wirklich ein ganz tolles Thema. Karin hat schon gemacht, vielen Dank. Ich gebe gleich weiter. Wissenschaftsjournalismus, gell? Genau, André, bitte. Nochmal bitte aufs... Einer muss es ja machen. Ja, ich werde es durchziehen bis zum Ende. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der springende Punkt, zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Das haben wir in den letzten Monaten auch sehr stark bemerkt, dass viele Menschen gar nicht verstehen, was für Prozesse da im Hintergrund laufen, was wissenschaftlicher Fortschritt überhaupt bedeutet. Dass es durchaus, wie Matthias gesagt hat, natürlich Widersprüche geben darf, aber im Kern herrscht eine Einigkeit. Also es ist nicht so, dass, wie es da ist, dass ein Professor Dr. Bakhti dann kommt und etwas völlig anderes sagt und dass das gleichwertig gelten darf. Das ist jetzt nicht Wissenschaft, sondern es gibt halt einen Konsens, ja, aber da wird dann auch gearbeitet von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Ansichten und das wird weiterentwickelt und es ist völlig korrekt, dass man auch morgen seine Aussage von gestern revidieren kann, vorausgesetzt, dass es gut begründet und vorausgesetzt, die neue Entscheidung ist auch gut begründet, denn das ist tatsächlich dann ein echter wissenschaftlicher Fortschritt letztendlich und das gibt es nicht nur bei Physikern oder sonst wo. Ich habe selber im Studium erlebt, in der Theologie, da dürfen zwei Wissenschaftler drei Meinungen letztendlich haben. Das ist der Gag in der ganzen Geschichte, was dann verbreitet wird. Und das müssen wir auch vermitteln können. Das ist der Punkt, wenn wir diese Erwachsenenbildung betreiben, dass wir zeigen, wie das funktioniert. Einfach dargestellt, aber eben nicht verfälscht dargestellt. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Eben, dass es eben sowas gibt wie einen wissenschaftlichen Diskurs eben und Wissenschaftsjournalisten, die ihren Job gut machen, helfen uns, den zu verstehen. Und neben MyLab habe ich da jetzt im Chat auch schon gesehen, den Hinweis auf Martin Moder. Und es gibt ja einige andere auch noch, die das einfach sehr, sehr gut machen. Hakan, bitte. Danke. Ich meine, vielleicht mache ich doch ein bisschen die Opposition. Das ist manchmal gut, weil sonst klingen wir doch sehr einhellig. Ich meine, eines scheint mir schon wichtig zu sein. Gestern war beispielsweise so ein Tag, an dem ich in den Nachrichten 1 in der Früh gehört habe, es gibt dieses Asthma-Mittel, das sei ein sehr, sehr gutes Mittel, womöglich gegen Corona. Meine Frau ist eine Ärztin und sie ist am Abend nach Hause gekommen. Ich habe gesagt, hast du das eh gehört? Dann sagt sie mir, du, das ist aber eh schon eigentlich wieder sozusagen, dagegen wurde schon eine andere Meinung vertreten und die Studie war nicht sehr sozusagen seriös. Und aber
im ORF in den 1930 Nachrichten Tipp 1 höre ich das sozusagen als Schlagzeile gleich, es gibt doch ein Mittel. In dem Beitrag wird zwar ein bisschen relativiert, ist aber nicht ganz. Also es ist tatsächlich schwierig, nicht nur für Normalsterbliche, also durch meine Frau kenne ich sehr viele Medizinerinnen und Mediziner. Seit einem Jahr ist es so, dass es gibt darunter auch sehr viele Forscherinnen, also nicht nur Ärztinnen, Ärzte, die dann oft sagen, ich kenne mich nicht mehr ganz aus. In so einer Situation ist es natürlich sehr, sehr schwierig, von einem wissenschaftlichen Diskurs zu reden, zumal wir da auch, ja, ich meine, Leute haben, die sich ins Fernsehen setzen, in irgendeine Diskussion und als Mathematiker mir erklären, wie ich meine Hände waschen soll und so. Also das ist, wir können nicht so von einem wissenschaftlichen Diskurs reden und das, also Vertrauen ist ein Grundsatz im Verkehr, das ist ganz gut, aber in der Fahrschule lernt man als erstes, weil ich habe vor 2 Jahren erst den Führerschein gemacht, darum weiß ich das, da lernt man sofort die Ausnahmen, ja? Also wo man eigentlich doch am liebsten nicht vertrauen soll. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, das haben wir am Anfang auch angesprochen, diese kritische Urteilsfähigkeit ist eine Zielsetzung der Erwachsenenbildung, das zu vermitteln ist schon sehr wichtig und es gibt durchaus auch bestimmte, wenn man so will, Kriterien für die Wissenschaftlichkeit selber, wenn wir so wollen, darunter Falsifizierbarkeit, ein nicht unwichtiger Faktor. Also was ich sagen will, ist ganz einfach, dass wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, unseren Zielgruppen die Möglichkeit geben sollen, sich selbst ein Bild zu machen, von dem, was wir als wissenschaftlichen Diskurs bezeichnen, ohne weiteres auch mit diesen ganzen Fällen wie dieser Sokol-Fall etc. Also das kennen die meisten wahrscheinlich, wie diese ganzen Studien veröffentlicht werden, wie sie entstehen, wie sie falsifiziert werden. Es gibt eine Open-Access-Bewegung in der Wissenschaft. Das sind alles Dinge, über die wir reden müssen. Also die gehören alle sozusagen zum ganzen Paket dazu. Es gibt ja in der politischen Bildung dieses ganz bekannte, glaube ich, in Österreich weniger bekannte Leitbild, den Beutelsbacher Konsens. Und der zweite Punkt des Beutelsbacher Konsenses bedeutet oder heißt, lautet, dass was in der Wissenschaft und in der Politik sozusagen konfrontativ abläuft, wo es sozusagen mehrere unterschiedliche, verschiedene Meinungen oder verschiedene Zugänge gibt, das soll dann auch im Unterricht, im Kurs, wo auch immer, so dargestellt werden. Und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe da noch gar nicht die Opposition sozusagen gehört. Ich höre nur sozusagen, man sollte nicht da niemals seine kritische Urteilsfähigkeit sozusagen bei der Haustür abgeben, nur weil man das Areal eines bestimmten Mediums betritt oder so. Ein Satz vielleicht noch, also was ich meine ist, wir sollen jetzt nicht sozusagen, um gegen gewisse dubiose Diskurse etc. zu sein, nicht einem Scientismus oder einem kruden Positivismus aufsitzen. Ja? Das wäre ein Fehler, das meine ich. Und ich sehe ein bisschen diese Tendenz im Moment, nicht hier unbedingt, hier auch, aber doch eher im Moment in dieser Verwerfung sozusagen, nicht in dieser Linie, die sagt, also hier gibt es die Covidioten und dort gibt es die Guten, also so. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, kann vielleicht jetzt nicht im Detail mit allem was anfangen, aber möchte an André weitergeben, bitte. Genau, ich möchte jetzt einfach die Dynamik reinbringen und das Ganze nochmal aufgreifen. Skepsis aufbauen ist völlig richtig. So, und jetzt kommt der Punkt, ab wann ist die Skepsis wiederum falsch? Diese Frage möchte ich jetzt einfach zurückwerfen. Denn das ist ja das, was wir gerade häufig erleben. Sei skeptisch, hinterfrag alles, du wirst belogen von allen Stellen. Ab wann beginnt diese Skepsis, die ja eigentlich gesund ist und die wir ja wirklich auch aufbauen wollen und sagen wollen, hier schau hinter und schau selbst, warum machen Medien oder wer auch immer das so? Ab wann beginnt das drüber zu sein? Ab wann beginnt es wirklich eine Gefahr darzustellen? Und die Frage gebe ich jetzt einfach mal zurück, ganz dynamisch. Und nachdem er dir sich meldet hat, bitte. Ich möchte einfach kurz ergänzen, bevor ich zu Hakan auch den Ball so rüberwerfe, weil wir auch im Vorgespräch ja genau diese Diskussion hatten, weil ich ja auch ein bisschen die Meinung vertrete, dass wir durchaus wieder ein bisschen mehr den Experten auch vertrauen dürfen. Und genau das ist ja auch der Punkt,
wie viel Skepsis ist okay und ab welchem Punkt ist es ein bisschen komisch, dass du vielleicht einem Mathematiker, Physiker, einem Virologen nicht mehr glaubst, nur weil du anderer Meinung bist. Darfst du anderer Meinung sein, aber das basiert halt selten auf wissenschaftlichen Konsens, den wir heute ja schon kurz besprochen haben. Und das ist ein bisschen auch mein Zugang dazu, ja, weil für das gibt es das ja. Also es gibt ja Personen, die das jahrelang studieren, die sich damit intensiv beschäftigen. Dieses Level an Know-how werde ich nie haben. Ich kann schon mitdiskutieren, aber ab einem Punkt muss ich auch aussteigen und akzeptieren, dass er halt mehr weiß als ich. Nur, glaube ich, wollen wir das nicht zugeben. Jeder hat irgendwie so das Gefühl, man kann es eh nachgoogeln. Aber darf ich da eingehen darauf? Bitte. Ich meine, wenn wir das als Kriterium heranziehen, es gibt ja durchaus Virologinnen und Virologen, die zu diesen sogenannten Covidioten gehören. Die haben auch jahrelang studiert und die haben sicherlich auch sehr viel bei vielen Studien mitgemacht, etc. Ich glaube, Vertrauen ist eine Sache, die leider ein bisschen problematisch ist, in diesem Sinne problematisch, weil gerade diese ganzen Leute, die wir sozusagen kritisch betrachten oder denen wir sozusagen die Wirklichkeit, sozusagen die Tatsachenwahrheit, wie es so schön heißt bei Leibniz und bei Hannah Arendt und so, also Tatsachenwahrheit sozusagen wollen wir den Leuten, also Fakten wollen wir entgegenhalten. Und hier sehe ich irgendwie das Problem eher darin, dass das Vertrauen sozusagen nicht unbedingt in Personen, auf Personen gerichtet sein sollte, meiner Meinung nach. Wir vertrauen einem Diskurs, der öffentlich ist. Und dieser öffentliche Diskurs ist deswegen vertrauenswürdig oder dann vertrauenswürdig, wenn er durch gewisse Institutionen der Demokratie legitimiert worden ist oder legitimisiert worden ist. Und das scheint mir wichtig zu sein. Also ich habe überhaupt keine Lust, in irgendwelche Personen oder sowas mein Vertrauen sozusagen zu investieren, sondern ich vertraue einer gewissen Institution, weil ich muss natürlich wissen von vornherein, wenn ich diese Frage nicht stelle, nämlich cui bono, also wem nützt es, ja, dann kann ich quasi gar nicht die Interessenkonflikte in einer Gesellschaft verstehen. Es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt durchaus, also wenn ich das jetzt ein bisschen überzeichnet darstelle, wäre ich jetzt ein Politiker, ja, wäre ich jetzt ein Virologe, ich möchte nicht diese Berufssparte schlecht machen oder so, wäre ich ein Regierungsberater, gäbe es für mich wahrscheinlich nichts Schöneres, als dass diese Pandemie die nächsten 2-3 Jahre noch weitergeht. Wann verdiene ich Geld? Es geht mir eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe eine sehr, sehr gute Möglichkeit, immer wieder mein Gesicht immer im Fernsehen zu zeigen, etc. Was mir eigentlich egal ist, ob diese Leute so denken oder nicht. Ich vertraue nicht denen als Personen, sondern ich vertraue einer Institution. Diese Institution ist beispielsweise ein öffentlich-rechtliches Medium. Ja? Und dieses öffentlich-rechtliche Medium zu kritisieren, zu kontrollieren etc., das wäre in meinen Augen ein demokratischer Weg, wenn wir es so wollen. Ja? Das heißt, was ich meine ist, wir sollten nicht Richtung Expertokratie gehen und sagen, also das, was die Leute, die ja besser studiert haben oder dies, André gesagt hat, er ist ja ein Theologe, es gab ja im Mittelalter den Anselm von Canterbury, also der Anselm, nicht der berühmte, also sein ganz, ganz berühmtes Motto war Credo ut intelligam, also das heißt, ich glaube, um erkennen zu können, ja, also um die Wahrheit zu erkennen, muss ich glauben, ja, ich habe das Gefühl, dass sich das ein bisschen wiederholt jetzt, unter anderen Vorzeichen ein bisschen fast schon, ja, das heißt, um glauben zu können, möchte ich jetzt halt die Erkenntnis oder die Wissenschaft ein bisschen jetzt vorschieben. Ja? Ich finde diesen positivistischen Weg ein bisschen problematisch. Wir sollen vertrauen, aber wir sollen nicht einzelnen Leuten vertrauen, sondern wir sollten der öffentlichen Debatte vertrauen. Und in dieser Debatte müssen aber auch die anderen sozusagen, die wir so gerne ein bisschen ausschließen, durchaus auch ihre Stimme haben. Das müssen wir aushalten können, das geht sonst nicht. Sehr gut. Also der öffentlichen Debatte vertrauen, unterschiedliche Stimmen zulassen, habe ich jetzt gehört. Ich lese auch ein paar Meldungen im Chat, die im Grunde dem Ansatz recht geben, vieles zu hinterfragen. Ich möchte dann gleich noch eine Frage ans Publikum oder unsere Mitdiskutanten richten. Vorher noch an dich, Johanna, weitergeben. Bitte.
Na, ich finde den Begriff öffentliche Debatte halt so spannend in dem Kontext, in dem wir uns jetzt gerade bewegen oder anhand von dem Thema, was wir diskutieren, weil ich finde, da spielt ja halt die Frage rein, von welcher Öffentlichkeit oder welchen Öffentlichkeiten reden wir da, weil da natürlich die viel zitierte Filterblase sicher auch eine Rolle spielt. Also die Öffentlichkeit ist wahrscheinlich für unterschiedliche Gruppen nicht immer unbedingt die gleiche, leider. Also ich stimme dem zu, was du sagst, Hakan, aber ich frage mich halt eben, wie gehen wir damit um, vor dem Hintergrund, dass wir doch zu einem gewissen Grad unterschiedliche Öffentlichkeiten haben, wo dann einfach gewisse Informationen ausgeblendet werden oder die da gar nicht reinkommen, was wir an den Faktenchecks sehen. Da gibt es ja mittlerweile ganz viel Material dazu, dass die Faktenchecks leider ganz oft dann nicht so sehr die Personen erreichen, die an die Falschmeldung glauben, in the first place sozusagen. Ich weiß nicht, ob da dazu vielleicht wer andere auch noch mehr sagen will, aber das ist das, was mir jetzt einfach nur eingefallen ist, weil das natürlich auch eine Rolle spielt. Das berührt natürlich ein bisschen die Diskussion, wie sehr geht es da eben um Verunsicherung und Emotionen und gar nicht so sehr um das Kognitive, das Wissen und dergleichen, sondern eben um Emotionen. Und dass es einfach als sehr emotionsbehaftetes Thema ist, was ist momentan sozusagen wahr, falsch, woran kann man glauben oder nicht. Ich denke mal, das spürt man sofort, wenn man mit jemandem über diese Thematik spricht, sogar bei uns ein bisschen im Gegensatz zu anderen Diskussionen, kommen wir mal schneller sozusagen in diese Leidenschaft hinein, ja, mit der man einfach da seine Positionen vertritt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Möchte aber trotzdem hier einen kleinen Break machen, indem ich jetzt mal so eine Frage in die Runde richte, weil es so gefallen ist. Ja, also die Frage, also Skepsis, wann ist es zu viel oder wem können wir vertrauen, wem sollen wir vertrauen? Vielleicht jetzt so mal als Frage im Chat, bitte mit der Einladung, viele Antworten einfach zu geben. Wann vertrauen Sie einer Information im Netz? Ja? Wann vertrauen Sie einer Information im Netz? Ja? Geht es da für Sie um Personen, um Expertise, um Institutionen, um wann vertrauen Sie einer Information im Netz? Ja? Da kommt schon die erste gut nachvollziehbare Antwort, wenn ich sie in mehreren unabhängigen Stellen gelesen habe. Wenn sie mir schlüssig erscheint und auf unabhängigen Quellen beruht, ja. Wenn sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kommt, Matthias, bitte. Man sieht alleine, wie langsam diese Rückmeldungen. Ja, musst du das überlegen. Ja, man muss sich da echt was überlegen, weil die Antwort ist nicht so offensichtlich eben. Also das finde ich ganz interessant, das auch gerade zu beobachten. Ja. Man stellt sich die Frage, aber eigentlich ist gar nicht so einfach. Ja. Und dann kommt eben, wenn sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kommt, wenn ich die Person schon kenne, ja, oder den Autorin oder die Quelle kenne, seriöse, unabhängige Quelle. Und ganz anderer eben Ansatz, auch wenn ich sie aufgrund meines eigenen Hintergrunds bewerten kann, wenn die ARD Tagesschau es bestätigt. Journalistische Aufarbeitung und Expertenkommentar, generelle Vertrauenswürdigkeit, Qualitätsmedien, mein Haussender. Wenn ich die seriöse Quelle überprüfen kann. Ja. Bitte, André. Nochmal. André, darf ich dich einladen? Du darfst das Mikro offen lassen. Das liegt daran, weil ich normalerweise bei meinen Vorträgen einfach durchgehend spreche, 1-2 Stunden und selten in einer Diskussion bin. Das vergesse ich einfach. Das ist mein Fehler. Ich bitte um Entschuldigung. Vieles liegt auch daran, wie etwas dargestellt wird. Also wir sehen, dass gerade im sogenannten alternativen Mediennetzwerk nicht unbedingt zwingend gelogen wird, sondern es wird eine Information sehr tendenziös, sehr einseitig dargestellt, auch unter Auslassung von Informationen. Also habe ich auch hier einen Indikator, wie ich Seriosität messen kann, indem ich schaue, wie wird etwas dargestellt. Wird etwas sehr stark dargestellt, sehr einseitig dargestellt, sehr tendenziös mit harten Schlagworten dargestellt, dann muss ich vorsichtig sein. Ähnlich ist es auch beim Boulevardjournalismus. Wird dort wirklich etwas ganz stark auf Überschriften, auf einzelne
Bilder reduziert, dann muss ich auch vorsichtig sein, denn dann bedarf es häufig einer näher oder einer tiefer gehenden Erklärung. Also das ist ein Punkt. Die Wortwahl ist wichtig, die Art und Weise, wie etwas auf mich wirkt, wirkt etwas schon sehr dramatisch auf mich, dann muss ich aufpassen, ein bisschen zurücklehnen, durchatmen, andere Quellen anschauen, habe ich auch schon ganz richtig eben gelesen, wie wird woanders noch berichtet, vergleichend arbeiten und dann kann man wirklich innerhalb von wenigen Minuten sich eigentlich schon ein angenehm, grob umfassendes Bild dazu machen. Manchmal genügt es vielleicht schon einen Satz einzugeben und Faktencheck dazu zu schreiben und dann gibt es ja vielleicht schon irgendwas. Ja. Matthias, bitte. Und da muss ich jetzt, glaube ich, widersprechen, weil das sagt man so schnell. Aber in der Regel macht es doch einfach niemand, oder? Wer setzt sich denn jetzt hin und setzt sich wirklich mehrere Minuten hin und überprüft die Quelle nach den Kriterien? Natürlich kann man eine erste Überprüfung machen, eh nach den Kriterien, die du sagst, reißerisch und so weiter, aber das macht doch keiner, also wenn wir sich ehrlich sind. Und genau das wissen wir, aber das ist doch das Ziel, was wir erreichen wollen. Das ist ja das, was wir vermitteln wollen, zu sagen, du hast unmenschlich viele Informationen aus allen möglichen Richtungen, ja. Und jetzt liegt es an dir, dass du dich ein wenig drosselst in dem Konsum und auch dir diese Fähigkeit aneignest. Das ist nicht schwer, das kann jeder. Einmal zu schauen, was gibt es noch, wie schreiben andere drüber. Mir ist völlig klar, dass das die wenigsten machen. Im Gegenteil, die meisten scrollen über ihren Newsstream und bleiben hängen an einer Schlagzeile, an einem knackigen Bild und das reicht schon für viele als Informationskonsum, nur das ist schlichtweg zu wenig. Und das ist der Schritt, der vermittelt werden muss, auch letztendlich zu sagen, das reicht nicht. Diese Teaser-Vorschau, die du auf Social Media im Stream siehst oder die du auch so konsumierst, wo auch immer, ist zu wenig. Es steckt häufig noch viel mehr dahinter und zu vermitteln, zu sagen, das kostet nicht viel Zeit, das kostet keine Stunde, das kostet dich wirklich nur wenige Minuten, wenn du geübt bist. Mir ist völlig klar, wie du richtig sagst, das machen die wenigsten und das ist auch der Punkt, woran es hapert im Moment. Klingt ein bisschen so, als ob Zeit und Tempo auch ein Problem wären, ja, Zeitdruck, schnelles Tempo und dergleichen. Ich weiß jetzt nicht, Hakan oder Johanna, wer zuerst war, wer kann da andocken? Johanna. Bitte, danke, Hakan. Genau, ich wollte dazu noch ergänzen, weil ich höre das auch ganz oft, ja, aber das macht man ja nicht und in der Regel und das dauert so lang. Das stimmt, aber ich würde auch sagen, wenn man ein bisschen Übung intus hat, sozusagen, geht das relativ schnell, erstens. Und zweitens, glaube ich, kann man sich ja Grundregel mitnehmen, die lautet, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es stimmt, dann teile ich es nicht und dann like es auch nicht, sondern dann lasse es im schlimmsten Fall sozusagen einfach links liegen. Aber ich teile es halt wirklich nur, wenn ich mir sicher bin, dass das jetzt irgendwie teilenswert oder seriös ist, weil ich bin mir sehr sicher, das habe ich in unserem Vorgespräch auch schon angesprochen und die meisten werden das wahrscheinlich kennen. Social Media ist so schnelllebig und da spielt das Tempo rein und wir sehen nur den Teaser. Und wenn der Teaser dem entspricht, was wir denken, dann neigen wir sehr dazu, dass wir das dann ganz schnell einfach auf Teilen klicken, ohne dass wir uns überhaupt den ganzen Artikel dahinter angeschaut haben. Und das ist, glaube ich, was auch bei Erwachsenen sehr oft passiert, dass man einfach ganz schnell teilt, ohne wirklich das selbst überhaupt zu lesen. Also es fängt schon mal damit an, dass man sich die Inhalte wirklich anschaut, bevor man sie dann überhaupt bewerten kann, sozusagen. Also zurücklehnen, nicht gleich teilen, vor allem wenn ich mir nicht sicher bin. Es gibt ganz viele tolle Tipps übrigens im Chat, die da dazu kommen, auch noch, auch was kleine Tests betrifft oder natürlich den Faktencheck oder Tempo rausnehmen, auch als eine Hauptstrategie. Hakan, du wolltest dazu. Ja, ich wollte dazu etwas sagen. Also ich meine, es ist natürlich so, dass wir uns hier in der Diskussion auch ein bisschen zu sehr auf die Verbraucherinnen und Verbraucher konzentrieren. Und es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist dieser medienkritische Diskurs, den haben wir schon ziemlich lange. Umberto Eco hat einmal geschrieben, in den 80er Jahren hat er geschrieben, ja, ich gehörte auch zu dieser Gruppe von Leuten, die in den 50ern sehr stark Medienkritik betrieben haben. Es hat ein bisschen so das Ganze, also ein bisschen seine Wirkung vielleicht verloren, weil Medienkritik teilweise jetzt sozusagen Bestandteil von Medien geworden ist, was ja natürlich stimmt gewissermaßen. Und in dieser Kritik sind wir zu sehr vielleicht doch auf das Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern, also von Konsumentinnen konzentriert.
Dabei ist es aber schon so, das heißt, wir gehen davon aus, dass Medien eigentlich tun dürfen, mehr oder weniger, was sie wollen. Auch die Sozialmedien oder was auch immer. Hier gibt es zusätzlich ein Problem. Also ich glaube, wir haben zwei Pole, die uns als problematisch erscheinen. Auf der einen Seite haben wir so eine Art Einheitsbrei. Dieses ist vor allem dem geschuldet, dass die Agenturmeldungen immer mehr sozusagen die Mainstream-Medien bestimmen. Ja, also das heißt, du kannst die gleiche Meldung eigentlich in allen Tageszeitungen lesen, in der einen ein bisschen so beschrieben, in der anderen so beschrieben. Da gab es ja diesen Falter-Fall unlängst, was ja ein bisschen lustig war. Da gab es eben diese Gerichtsentscheidung über eine Geschichte mit der ÖVP. Das darf man schreiben, das darf man nicht schreiben. Das haben wahrscheinlich einige mitverfolgt. Die einen haben so berichtet darüber, dass die ÖVP eigentlich sozusagen die Gewinnerin dieser Geschichte war, und die anderen so berichtet, dass der Falter selbst hat das nur so berichtet. Ansonsten ist es aber so, dass die gleiche Sache sozusagen überall zu lesen ist. Und das ist so die eine Seite. Und da gab es ja jahrelang eigentlich, ich kann mich erinnern, auch aus meiner Jugendzeit, wir haben da Benjamin zitiert, wir haben da Pasolini zitiert, etc. Wie wäre es, wenn einzelne Gesellschaftsgruppen ihre Medien hätten? Wie wäre es, wenn die sozusagen endlich gegen dieses Einheitsbrei etwas tun könnten? Und daraus ist jetzt das geworden, was wir heute als problematisch betrachten, nämlich dass es unglaubliche Meinungsvielfalt gibt, dass es eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Zugängen gibt und also Blasen gibt auch sozusagen. Ja. Hier möchte ich nur ganz kurz auch darauf sozusagen fokussieren oder einladen, dass wir uns darauf fokussieren, auch in der Diskussion, nämlich wie läuft es mit diesen Medien? Also es geht nicht nur darum, dass man die guten Medien von den schlechten unterscheiden lernt, sondern man muss auch mit dieser Medienlandschaft etwas tun können. Das ist ein politisches, strukturelles Problem. Auf der einen Seite, darum meine ich, Medienkompetenz ist vielleicht nicht sozusagen die einzige Linie, die zu verfolgen wäre. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich glaube, diese Art von, wie soll man sagen, postfaktischen Exzessen sozusagen passieren immer dann, wenn die Politik und wenn der öffentliche Diskurs immer mehr eigentlich sozusagen das Vertrauen verliert bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, wir haben es dort auch natürlich mit einem strukturellen Problem zu tun. Und es ist gut, hin und wieder auch dorthin zu schauen. Also ich möchte sozusagen so ein bisschen als Korrektiv in der Debatte das einbringen. Ich habe dich zwischendurch mal kurz nicken sehen, Johanna. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass du da irgendwo anschließen möchtest. Ansonsten würde ich diesen Aspekt dieses Vertrauensverlustes vielleicht nochmal rausgreifen. Oder auch, weil du gesagt hast, Hakan, wo können wir was tun? Was ist das sozusagen, wo wir uns einbringen sollen und was tun können? Würde ich sonst auf den Aspekt eingehen. Matthias, bitte. Ja, ganz gut, weil du das gerade toll gebracht hast, Hakan, auch als Thema, weil berühmter ÖVP-Blog, der ja aktuell die Medien auch kritisiert und wo immer wieder auch jetzt rauszitiert wird, der ja offensichtlich nur dem einen Zweck dient, eine politische Richtung und Meinung zu vertreten und andere zu diskreditieren. Also es ist halt ein Problem gerade einfach. Es ist halt einfach gerade ein Problem, weil natürlich jeder alles reinschreiben kann und so einfache Regeln, wie André es angesprochen hat, dass man eben, wie man schreibt, wie man schnell sowas erkennt, das wissen die Gegenüber ja auch. Also wenn ich genug Zeit, Ressourcen habe, angenommen, ich kriege 100.000 Euro, kann ich dir auch schnell eine News-Startup in die Höhe ziehen, wo man nicht so schnell herausfindet, ob das jetzt stimmt oder nicht und das schreibtechnisch auch so hinbekomme. Also das ist halt irgendwie gerade ein großes Problem für uns alle. Deswegen auch wieder nur nochmal, um darauf hinzuweisen, dieses Überprüfen, das ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Weil ganz am Anfang hatten wir auch das Thema Faktenchecks. Das ist nicht so einfach. Das wird immer schwieriger, ja. Und dazu muss ich manchmal vielleicht auch studiert haben, um zu verstehen, wie das funktioniert. Also so Statistiken lesen, das ist nicht einfach Statistiken lesen. Und ich glaube, das vergisst man dann schnell in der Diskussion auch wieder, dass wir glauben eben, und um dieses provokante Statement nochmal zu unterstreichen, wir können alles ergoogeln. Nein, wir können nicht alles ergoogeln, sondern du musst einfach dich manchmal hinsetzen, 10 Jahre lernen und dann kannst du mitdiskutieren. Und deswegen wäre dieses Vertrauen in die Experten wieder ganz cool. Außerdem gibt es einen ordentlichen Confirmation Bias. Ja, wenn ich was glaube, dann werde ich vor allem das finden, was mich bestätigt. Ich darf vielleicht an der Stelle wirklich eine Buchempfehlung abgeben für alle, die sich ganz praktisch dafür interessieren, was kann man tun, wie kann man kontern, was ist sozusagen
wenn einem schon offensichtlich eine sehr irritierende Information begegnet. Wie kann ich mich da einbringen? Ja. Ich glaube, André, du hast vorher kurz reagiert, gell? Bitte. Matthias hat da ganz wesentliche Elemente gerade angesprochen. Einmal das Thema Geld, ganz wichtig. Also sprich, wenn ich wirklich genug Geld habe und auch den Anschein erwecken kann, dass ich ein seriöses Medium bin, kann ich natürlich viel oder sehr überzeugend wirken. Der andere Punkt ist, ich muss natürlich tatsächlich eine gewisse Grundbildung mitbringen. Ich muss beispielsweise wissen, welche Medien da sind. Es gibt nicht nur ein parteinahes Medium, es gibt viele parteinahe Medien und die sollte ich erkennen. Es ist nicht schlimm, von dort zu konsumieren, das würde ich niemandem verbieten. Ich würde jedoch jedem dann ans Herz legen, zu wissen, warum die so schreiben, wie sie schreiben und was für ein Ergebnis kommen wird. Wir wissen schon lange, dass die FPÖ parteinahe Medien haben, die SPÖ hat parteinahe Medien, die ÖVP natürlich auch. Ich gehe davon aus, die Grünen werden sie auch haben und Peter Pilz hat natürlich auch sein parteinahes Medium, wissen wir auch. Und wenn ich die konsumiere, muss ich halt wissen, dass das Ergebnis nur in eine Richtung geht und zwar immer und auch die Thematik und zwar immer. Die werden nicht über Sport oder Feuilleton oder sonst was schreiben, sondern da wird es immer eine und dieselbe Richtung geben. Und das ist auch das, was ich als Grundwissen mitbringen muss, wenn ich diese Medien konsumiere. Und das ist ein Teil des Ganzen halt. Also nicht nur das Wissen über die Kontextabhängigkeit, dass alles, was irgendwo auftaucht, natürlich mit einem Interesse und einem Kontext hinterlegt ist, ja, sondern auch zu wissen, in welchem Kontext im Grunde die Medien einzuordnen sind, wenn ich dich richtig verstehe, André. Ja, ja. Also das wäre sowas, wo man sagt, dieses Wissen kann schon mal helfen, ja, zu beurteilen, womit ich es zu tun habe, wenn ich was lese, ja. Oh, es ist stark vereinfacht. So einfach ist es nicht, haben wir von dir gehört, Matthias, das ist richtig. Genau, so einfach ist es immer weniger. Machen wir, wäre gut, studiert zu haben. Ich kann das selber sagen, mit dem Hintergrund einer Statistikerin. Ja. Ich habe so das Glück gehabt, ein naturwissenschaftliches und ein geisteswissenschaftliches Studium abzuschließen. Das heißt, auf der einen Seite gelernt, an Statistiken zu glauben, aber auch sie darstellen zu können. Ja. Und auf der anderen Seite gelernt, so die Dinge, die auftauchen, in einen Kontext einzuordnen, ja, weil sie nur so einen Sinn machen. Ja. Das sind aber Dinge, die man halt lernen muss, ja. Genau. Mhm. Vielleicht, wenn jetzt nichts anderes gerade bei euch sozusagen thematisch hochkocht und im Chat auch nicht so im Vordergrund steht, würde ich noch einmal so auf den Punkt zurückkommen, wo du, Johanna, gesagt hast, dann muss ich zumindest nicht klicken. Ja? Wenn ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt, dann zumindest nicht teilen. Ja? Das wäre so mal das eine. Zurücklehnen hat Nathalie Schmidt im Chat geschrieben, mal nicht teilen. Ja? Zumindest, ja, aber was heißt zumindest? Ja, gibt es nicht auch Situationen, wo ich eigentlich im besten Fall mich einbringen würde, ja, und im besten Fall einfach mal eine Gegenmeinung äußern oder zumindest einen Zweifel äußern, ja. Es gibt ja digitale Zivilcourage, ja. Was würde das denn bedeuten oder wann ist die angebracht und auch was kann man sich vielleicht davon erwarten? Was kann man da, wann macht sie Sinn und in welcher Weise macht sie Sinn? Das würde mir noch wesentlich erscheinen, weil es wirklich was ist, was Einzelpersonen tun können, ja. Ich nehme an, ich darf dazu gleich was sagen. Ich glaube, das Wichtige, wenn man sich überlegt, ich will dagegen vorgehen, sei es jetzt gegen Falschmeldungen oder vielleicht auch gegen Hasskommentare, ist sie immer Ziele mit zu überlegen, weil das hilft auch dabei, nicht komplett frustriert zu sein, sage ich jetzt einmal. Also wenn ich jetzt mal das Ziel stecke, ich möchte eine Person von der Meinung abbringen und eine Meinungsänderung herbeiführen bei der Person, die eine Falschmeldung zum Beispiel teilt oder ständig Falschmeldungen teilt, dann ist das zwar ein hohes Ziel und ein sehr ehrenswertes, nur wahrscheinlich, realistischerweise, werde ich das jetzt nicht leicht lösen können oder wird die Person nicht davon abbringen können, sondern ganz oft, also das sage ich ja immer dazu, geht es jetzt zum Beispiel um die Mitlesenden. Also wenn irgendwo was gepostet wird, was problematisch ist, sei es, weil es eine Falschmeldung ist oder auch, weil es ein Hasskommentar ist, dann lohnt es sich, Stellung zu beziehen, zum Beispiel um den Großteil der Personen, die sich online bewegen, das sind die Mitlesenden,
um da eine Gegenposition aufzuzeigen. Gleichzeitig muss man aber immer aufpassen, wem verschafft man Reichweite womit, weil wenn das jetzt, also ich würde jetzt nicht unter einer Falschmeldung von einer Fake-News-Seite was drunter posten, weil dann dadurch schaffe ich es, dass diese Meldung dann bei anderen Personen in meinem Freundeskreis im Feed ist, also da gilt es natürlich auch vorsichtig zu sein. Also es ist ein Spannungsfeld zwischen Reichweite geben jemanden, aber gleichzeitig eben auch sie zu überlegen, gezielt wann lohnt es sich auch vielleicht dagegen vorzugehen, und da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich kann was dagegen posten oder einen Faktencheck drunter posten, wenn es jetzt eine Falschmeldung ist. Ich kann natürlich immer melden, sei es jetzt in den sozialen Medien, sei es an die Beratungsstellen. Also ich bin unter anderem auch für den Verein Zara Training als Trainerin tätig. Und Zara hat zum Beispiel einen Trusted Flagger-Status bei einigen sozialen Medien. Ich weiß nicht, Mimikama wird das wahrscheinlich auch haben, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, dass wenn Zara weiß, okay, dort und da ist ein Hassposting, dann, und das meldet, dann wird das priorisiert in der Behandlung der Meldungen beispielsweise. Genau, André möchte was sagen, glaube ich noch. Nur kurz dazu, wir melden grundsätzlich nichts, keine Falschmeldung, kein gar nichts. Das Einzige, was wir melden und dann auf direkten Wege, weil wir persönliche Verbindung haben, ist, wenn wirklich entsprechende Gewalt, Todesdarstellungen, Kinderpornografie und Ähnliches auftauchen, dann gehen wir zu Behörden und Facebook direkt. Aber ansonsten Falschmeldungen melden wir gar nicht, muss ich dazu sagen. Vielleicht kann ich da ganz kurz noch einwerfen, Entschuldigung, dass ich gerade so reinbringe. Es gibt ja jetzt das neue Kommunikationsplattformgesetz, und da gibt es jetzt auch neue Meldefunktionen, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, Johanna. Genau, und da gibt es mittlerweile eben auch, weil du gerade sagst, André, ganz viele Funktionen direkt an Facebook und die großen Konzerne zu melden, und die müssen innerhalb von 24 Stunden reagieren. Also da muss man sich auch ein bisschen damit beschäftigen, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, das hast du zuerst angesprochen, Johanna, unter Kompetenz, man muss ja mal wissen, wie das auch alles funktioniert, und da wird es eben jetzt kompliziert und auch wieder frustrierend, weil auch wir sind ja immer im Kontext der Erwachsenenbildung und Fortbildung und Weiterbildung, aber woher nehmen wir uns eigentlich die Zeit, uns fortzubilden? Es ändert sich jede Woche irgendwo was anderes. Wie kann ich denn da irgendwie standhalten? Man hat ein bisschen eine Übermacht. Ja? Man ist überwältigt von diesen ganzen Informationen. Und die Frage würde ich gerne auch einfach reinstellen, weil ich weiß es nicht. Ich mache es 24 Stunden am Tag, berufsbedingt, aber selbst ich habe oft keine Ahnung, wie es gerade funktioniert. Ja, wo informiert man sich aktuell über? Kannst du der Frage noch einmal präzisieren? Ja. Vielleicht, ja, also so für uns alle. Welche Routine muss ich mir schaffen, um nicht überfordert zu wirken, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich dann in der Erwachsenenbildung konkret Menschen mitgeben muss? Wie funktioniert das Ganze? Ja, zum Beispiel das neue Kommunikationsgesetz, die haben das super kompliziert gemacht, diese Meldefunktion auch. Ja? Wo kriege ich denn die Informationen her zu dem Zeitpunkt? Das ist super wertvoll gerade, aber irgendwie weiß es so wirklich keiner. Also das sind halt so Dinge, die, glaube ich, viele auch wieder ein bisschen Angst haben lassen, sich mit den Themen intensiver zu beschäftigen, weil es halt einfach extrem viel ist. Zum Gesetz selber ist ja jetzt schon von Safer Internet Posting im Chat gewesen. Ja. Es gibt aber sehr gute Broschüren, die grundsätzlich über, ohnehin von euren Einrichtungen, ja, die grundsätzlich über Faktenprüfung und dergleichen informieren, aber natürlich sozusagen das tagesaktuelle State of the Art agieren in dem Bereich ist nicht mehr leicht einzufangen für uns alle. Es ändert sich da ständig viel. Danke, Beatrice hat auch gerade gepostet. Vielleicht können wir auch ein bisschen so an den Chat-Support die Informationsbroschüren von euren Einrichtungen, die dabei unterstützen, nochmal in den Chat stellen. Und Hakan, du wolltest was sagen dazu, bitte. Danke. Okay. Ich meine, wir reden hier natürlich jetzt hauptsächlich von der Information. Und ich glaube nicht, dass es gibt keine Information, außer der Dritte Weltkrieg ist jetzt gerade ausgebrochen und ich habe es verpasst oder irgend sowas. Sozusagen keine Information, die meine Welt dermaßen erschüttern kann, dass ich plötzlich sage, jetzt lasse ich alles liegen und trete den Nazis bei oder irgendwas. Ich weiß nicht, was jetzt die Schreckensbilder sonst sind. Also natürlich ist es so, dass jede Information quasi wie ein Tropfen auf irgendeinen Stein, heißen, kalten, wie auch immer, fällt. Und dieser Stein ist ja das, wovon wir eigentlich auch reden sollten, meiner Meinung nach. Das heißt, inwiefern
hat die Bildung, auch die Erwachsenenbildung, ihre Aufgabe erfüllt, längerfristige Aufgabe. Also es geht nicht nur sozusagen um die, um das Lernen, darum sage ich ja das jetzt seit einer Stunde oder ein bisschen länger. Es geht nicht nur darum, dass man sozusagen das Falsche vom Richtigen unterscheiden lernt. Es geht darum, ein gewisses, wie soll man sagen, für mich, für meinen Lebenshorizont sozusagen sehr, sehr wichtiges, also lebensweltliches Wissen mir anzueignen. Und dann fällt ja diese Information darauf. Und dann kann ich mit dieser Information etwas anfangen. Es passiert mir täglich, dass ich 5 Falschmeldungen in sich aufsitze, mindestens. Auch wenn ich versuche, sie zu suchen und zu checken, blibla. Also durch meine Biografie habe ich noch ein zweites Interessengebiet, wenn man so will. Das ist die Türkei, weil ich dort geboren bin, aufgewachsen bin und weil dort die Politik furchtbar ist im Moment. Und ich schaue mir das 5-fach an, weil dort natürlich auch die freien Medien nicht ganz so frei sind, etc. Und ich bin ständig mit dem befasst, sehe, da ist etwas Richtiges, da ist etwas Falsches, etc. etc. Warum ich aber mit diesen Informationen in irgendeiner Form umgehen kann, ohne dass meine Welt zusammenbricht oder ich plötzlich, wie gesagt, meine Lebenseinstellung ändere, ist wahrscheinlich dieser, wenn man so will, dieses Fundament, dass wir uns alle durch Bildung, durch unsere Erfahrungen etc. aneignen. Und hier scheint mir auch sehr, sehr wichtig zu sein, das dürfen wir auch nicht vergessen, diese Sache, also Bildung ist nur ein Bestandteil des Ganzen. Also wir dürfen Bildung erstens einmal nicht mit Ratgeberliteratur verwechseln, das wäre ein großer Fehler. Und im Moment ist sozusagen Ratgeberliteratur Hochzeit, in der wir uns befinden, von der Philosophie bis was weiß ich, wohin auch Medienbereich. Erscheint ständig, wie erkenne ich das Richtige, wie sage ich es zu meinem Großvater, wie, etc. Diese Art von Literatur, wie werde ich glücklich sozusagen mit Medien. Erstens dürfen wir das nicht mit Bildung verwechseln. Andererseits dürfen wir Bildung auch nicht mit Politik verwechseln. Das ist nicht unwichtig. Im Sinne von, wahrscheinlich ist die beste Art, sich zu informieren, an gesellschaftlichen, sozialen Bewegungen, politischen Bewegungen teilzuhaben, teilzunehmen. Das ist ja das, was wir auch sozusagen immer wieder in unseren Diskussionen zum Thema Partizipation in den letzten 20 Jahren immer wieder gesagt haben. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass Partizipation auch immer mit Medien verbunden ist und immer natürlich auch Medienblasen verbunden ist. Das heißt, das müssen wir ohne weiteres aushalten, dass es diese mit auch Falschmeldungen durchaus, wie soll man sagen, aufgebauschte Medienblasen gibt, geben wird. Davon lebt die Demokratie. Natürlich gibt es Grenzen, das ist klar. Also mir braucht man das gerade nicht zu sagen, weil das meine Arbeit ist, sozusagen auch gewissermaßen diese Grenzen zu sehen und zu zeigen. Natürlich gibt es die, aber wir müssen sozusagen auch durchaus damit leben können, dass Leute auch falsch informiert sein können. Viel wichtiger scheint es mir zu sein, sich mit sozusagen mit diesen strukturellen Problemen der Politik und der Medien zu befassen, weil hier zum Beispiel der Name Mateschitz fällt, der Mateschitz-Konzern. Also diese Gruppe hat ja dieses eine Medium herausgegeben, Addendum. Das war tatsächlich eines der, wie soll ich sagen, besten Blätter, die ich lesen konnte in diesem Land in den letzten Jahren. Dann wieder natürlich abgeschafft, aber kam ja auch aus dieser Ecke. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wenn Medien selber besser werden, dann ändern wir damit auch ein Stück weit etwas. Ja? Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und es scheint mir auch sehr wichtig zu sein, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr darauf schauen, dieses Grundgerüst sozusagen, das Bildungsgerüst bei Menschen, bei Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. Mhm. Mhm. Johanna, bitte. Ich glaube, ich hole jetzt vielleicht ein bisschen aus, oder es geht vielleicht jetzt in ein bisschen andere Richtung, aber wenn man sich nochmal überlegt, was wäre wichtig zu vermitteln in der Erwachsenenbildung auch, eben neben dieser Diskussion rund um welche Medien kann ich vertrauen oder wo finde ich vertrauenswürdige Quellen, grundsätzlich auch darüber zu sprechen, wie funktionieren überhaupt soziale Medien, also was für Faktoren spielen da rein, was ist überhaupt in ihr Erfolgsrezept, welche Rolle spielen da Daten zum Beispiel, unsere eigenen Daten, welche Rolle spielen Algorithmen und solche Dinge. Also ich glaube, da
gibt es zwar ein minimales Grundverständnis, aber ich glaube, sehr viele Menschen wissen eigentlich überhaupt nicht, wie das genutzt wird auch und wie das natürlich auch beeinflusst, was uns angezeigt wird, was wir sehen, mit welchen Tricks da vielleicht auch gearbeitet wird, dass uns was angezeigt wird, wo wir uns im ersten Moment denken, da stimme ich voll zu. Ich habe das vorhin eh in unserem Vorgespräch erwähnt. Da gibt es den Klassiker ja, so ein Teilbild kaufen wir nicht bei Amazon. Das ist natürlich jetzt im letzten Jahr nochmal verstärkt geteilt worden und da würden wahrscheinlich viele zustimmen. Und dann schaue ich mir an, wer hat das überhaupt geteilt? Was ist das für eine Seite? Und dann ist es eine komplett unseriöse Seite, die dann gleichzeitig auch total problematische Inhalte und Verschwörungsmythen im nächsten Moment postet. Aber dadurch, dass ich das weiterteile, dieses Teilbild, bescher dieser anderen Seite, also der ursprünglichen Seite, dann die Reichweite. Und ich glaube, für die Funktionsmechanismen und auch Geschäftsmodelle von diesen sozialen Medien, ich glaube, da fehlt auch noch ein Stück weit einfach ein Verständnis. Und es ist ein komplexes Thema, also das kann man jetzt auch nicht in zwei Sätzen erklären sozusagen, aber ja, finde ich irgendwie auch noch wichtig, das zu thematisieren. Finde ich total wichtig, kann ich nur zustimmen. Vielleicht, Johanna, falls du jetzt einen Link zur Hand hast im Laufe der nächsten Viertelstunde mit einer Leseempfehlung oder der nächsten 12 Minuten mit einer Leseempfehlung, dann würden wir uns sicher im Chat alle drüber freuen, ja, wenn es da irgendwo was Vertiefendes gibt. Und Matthias, bitte. Das ist eher ein super Punkt, der da jetzt auch von Hakan zuerst noch angesprochen worden ist, das Thema, wie stark Bildung eigentlich ist, diesen Stein, diese Metapher des Steins, wo das einfach abprallt manchmal auch, wo man einfach nicht so einfach durchdringt. Dieses Resilienz, wie sie aufbauen auch gegenüber Falschinformationen, das ist halt einfach super mühsam. Und irgendwie ist es halt auch genau das, was man, glaube ich, mitgeben sollte und eben nicht schwach runterreden, dass Bildung ist, wir wissen es eh, würde man auch gerne widersprechen, einfach ein sehr langwieriger Prozess und ich glaube, diese Informationskompetenz in welcher Form auch immer aufzubauen, ist einfach ein Prozess, wo sich jeder auch selber an der Nase nehmen muss und wirklich für sich selbst autodidaktisch manchmal auch lernen muss, wie man damit umgeht und wir werden alle regelmäßig in sowas reinfallen. Wichtig ist, dass wir dazu stehen, das auch ansprechen und das so weitergeben können und sagen, das ist kein Prozess von heute auf morgen. Und auch wenn wir als Erwachsenenbildner, so wie du das angesprochen hast, eigentlich immer einen Schritt voraus sein sollten, ja, uns einfach sozusagen einzugestehen, wo wir tatsächlich da sind und wie was unsere Fragen sind, vielleicht unsere Fragen auch stark zu teilen. Ja. Genau. André, bitte. Und dann müssen wir an die Schlussrunde denken. Aber André, bitte. Kurz noch zum Thema Bildung. Ich bin ja bis vor einem Jahr, guten halben Jahr, immer noch so ein großer Bildungsromantiker gewesen. Ich bin da so ein bisschen von weg, obwohl ich Bildung weiterhin für wichtig halte. Zwei Punkte. Ich möchte kurz den von mir sehr geschätzten Florian Aigner kurz zitieren, der gesagt hat, Bildung ist nicht alles. Es benötigt auch einen, ich habe mir das nochmal gerade aufgerufen, was er gesagt hat, ein moralisches Minimum. Er spricht davon, es bringt nichts, wenn wir alle gebildet sind und gut sind und alles wissen und trotzdem bewusst lügen, weil wir Lügen hinnehmen und auch Lügen für richtig halten in einer gewissen Situation. Wir müssen halt dieses moralische Minimum auch lernen und begreifen, dass halt nicht gelogen werden darf. Und dann ist halt, und so schreibt er es, unser Wissen ist einfach umsonst, wenn wir zu egoistischen Ekelpaketen mutieren. Und das ist halt der Punkt. Einmal das. Und das Zweite ist, ich kann gebildet sein und trotzdem auf Falschmeldungen reinfallen. In dem Moment dann, wenn ich mich persönlich betroffen sehe. Und das ist ganz häufig so. Die persönliche Betroffenheitslage spielt eine große Rolle. Ganz einfache Beispiele, ganz weg von Corona. Wir haben es jetzt vor 2-3 Wochen erst gehabt, da haben Menschen die Polizei im Prater gerufen, weil sie Giftköder angeblich bei der Hundewiese gesehen haben. Sie haben Markierungen auf dem Boden gesehen und haben das für Giftköder interpretiert. Warum? Weil sie die Geschichte für plausibel gehalten haben. Das hatte also nichts damit zu tun, ob die Menschen dumm oder klug waren. Sie haben das für sich plausibel gesehen. So, das Ganze war nichts anderes als Markierungen einer Schnitzeljagd, die dort vorbeigegangen ist. Also wir sehen, dass so Falschmeldungen entstehen können, völlig unabhängig von Wissen und Bildung. Und das haben wir in vielen anderen Sachen auch gesehen, sei es der berühmte weiße Lieferwagen, der langsam an einer Schule vorbeifährt. Eltern sehen sich auf einmal betroffen, interpretieren die Situation falsch und erschaffen somit Falschmeldungen. Also wieder sehen wir, das hat nichts mit Bildung zu tun, sondern dass sie sich betroffen sehen. Und ja, Bildung, ganz klar wichtig, aber es gibt halt auch noch andere Aspekte daneben.
Danke, André. Es geht ganz oft auch um Emotionen, gell? Und das ist einfach vielleicht was ein bisschen zu kurz gekommen ist in einer Diskussion, die mir jetzt sowieso viel zu kurz erscheint. Ja. Es ist jetzt noch eine wichtige Frage aufgetaucht, was man denn tun kann, um das alles in gut umsetzbare Bildungsformate zu gießen. Wird sich jetzt auch nicht mehr ausgehen, aber es gibt ja so viel inzwischen. Ja. Es gibt also sozusagen hin von Übungen und Spielen, um Falschmeldungen zu erkennen, bis hin zu Übungen und Spielen, um Falschmeldungen zu streuen und zu sehen, wie das geht und zu sehen, was dann passiert. Und es kommen auch schon ganz viele Buchtipps inzwischen und Vorschläge dazu. Und ich danke allen, die hier Antworten im Chat liefern, die wir jetzt in der Diskussion nicht mehr bringen können. Wir müssen nämlich schauen, dass wir abrunden. Und daher möchte ich wirklich jede von euch bitten, noch nur mit ein, zwei Sätzen zu sagen, was ist denn jetzt so am Ende dieser Diskussion in aller Kürze für euch so als Kern oder als Wichtigstes übrig geblieben? Ja, bitte, Matthias. Dass wir in dem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, auf derselben Seite stehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht alleine ist mit diesen Herausforderungen heutzutage und dass man immer Menschen hat um sich, die man auch unterstützend da fragen kann und genau solche Fortbildungsangebote wie jetzt auch nutzen kann. Und ich glaube, das hilft einfach, dass man weiß, dass man nicht alleine ist mit dem. Danke. Johanna, bitte. Also ich glaube, mitzunehmen ist, dass es wie immer auf schwierige Fragen keine einfachen Antworten gibt, so wie uns das Falschmeldungen manchmal suggerieren wollen online. Und dass man sich einfach überlegen muss, was kann ich selbst in meinem Umfeld, wie kann ich das angehen? Eben, es gibt unterschiedliche Themen, die man da ansprechen kann, sei es, welchen Quellen vertraue ich, wie wird mit Daten umgegangen? Also es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte. Und vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Ich habe jetzt kurz recherchiert, deswegen war ich nicht so aufmerksam die letzten 2 Minuten. Aber ich glaube, eben der Verein Mimikama veröffentlicht so viele super Faktenchecks auf der Website. Und die kann man echt auch super verwenden, auch in der Erwachsenenbildung, als Beispiele, wo man auch die Teilnehmenden von Kursen oder Trainings selbst recherchieren lassen kann, wo man sie mit Bildern konfrontieren lassen kann und einfach da Diskussionsanreize schaffen kann, zum Beispiel. Also so jetzt noch als ganz einfachen Praxisimpuls sozusagen. Super, danke dafür. André, ich glaube, du wolltest weitermachen, gell? Genau, ich habe mich dazwischen gemogelt, um Hakan das letzte Wort zu lassen. Was mir im Kopf bleibt von dem Ganzen, wir befinden uns weiterhin in der Entwicklung. Es ist noch nichts fix, es geht weiter. Wir müssen alle weiter lernen, nicht nur die, die heute zugeschaut und zugesehen haben, auch die, die heute gesprochen haben. Es ist ein voranschreitender Prozess, das Social Media und das Netz und die Informationskultur. Und dementsprechend dürfen wir uns nie zurücklehnen und sagen, ich habe jetzt ausgelernt und vor allem nie sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, denn das wäre das Allerschlimmste. Wir lernen alle jeden Tag neu und wir müssen offen dafür für sein, was geschieht. Danke dafür. Hakan, bitte. Gut, des Alters wegen sozusagen sage ich das letzte Wort, was ja kein letztes Wort in dem Sinne ist. Ich habe eigentlich die ganze Zeit eher für etwas plädiert sozusagen und tatsächlich aus der Perspektive der Bildung. Ich kann es auch nicht anders. Ich bin nicht in einer NGO tätig oder auch nicht sozusagen Medienwissenschaftler. Es ist mir sehr, sehr wichtig, weil jetzt gerade dieser Tage das Thema immer wieder, also sowohl um Corona als auch eine Paralleldebatte ist ja diese identitätspolitische Debatte, die geführt wird durch diese Übersetzungsfrage eben von Gormans Gedicht etc. Viele haben das wahrscheinlich auch im Feuilleton da und dort mitverfolgt. Es ist immer wieder diese Frage, wie gehen wir sozusagen mit dieser, wie soll man es sagen, mit dieser neuen Verwerfung in der Gesellschaft um. Das ist für mich, also das ist für mich im Moment etwas, was mich sehr beschäftigt. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, ja nicht sozusagen so etwas zu erlauben, zu sagen, dass sozusagen es zwei Gruppen gibt, die Falschinformationen gerne verbreiten, die gerne auch lügen und wieder sozusagen besseres Wissen gerne lügen. Und auf der anderen Seite gibt es die
gerade durch ihr Vertrauen in die Expertinnen und Experten oder durch die Nähe zur Wissenschaft eine sozusagen Gegenfront bilden und diese vertreten. Also ich fände das sehr, sehr problematisch. Wir haben nach wie vor soziale Probleme, wir haben nach wie vor sehr, sehr wichtige strukturelle Probleme wie Rassismus, wie Sexismus, wie ja durchaus auch, wie soll man sagen, die Konsequenzen dieser Krise, in der wir uns jetzt gerade befinden, auch in der Pandemiekrise, wenn wir das so wollen. Mit diesen Dingen sollten wir, glaube ich, ein bisschen anders umgehen. Mehr kann ich nicht sagen, sozusagen. Das ist das, was wir jetzt gerade vielleicht nicht thematisiert haben. Es ist deswegen ein Problem, das habe ich in der Vorrunde irgendwie ganz kurz mit euch besprochen, dass ich nicht will, dass wir, also ich bezeichne mich gerne als Links, als Linker, ich möchte nicht da sitzen und immer das sozusagen gutheißen, was der Staat macht. Und die gesellschaftlichen Bewegungen gehen aber immer mehr nach rechts. Rechts. Das ist ein Problem und dieses Problem sollten wir mitbedenken. Entschuldigung, ein bisschen länger geworden. Danke euch ganz herzlich für die engagierte Diskussion und die runden, schönen Abschlussworte dazu. Wir schließen die Diskussion jetzt mit der Frage, wer eine Teilnehmerbestätigung braucht. Diejenigen sollen bitte auf den Link klicken, der gleich im Chat erscheinen wird und dort bitte ihren Namen bekannt geben in dieser Umfrage. Ja. Und ich möchte noch 2, 3 kleine Ankündigungen machen und im Anschluss werden wir den Raum offen lassen, damit alle, denen jetzt was unter den Nägeln brennt, noch weiter diskutieren können miteinander. Ja. Und damit niemand jetzt so das Gefühl hat, es endet zu abrupt. Wir werden nur sozusagen die offizielle Veranstaltung beenden. Davor möchte ich noch darum bitten, dass Sie uns auch Feedback geben zu dieser Veranstaltung. Wir sind auch Lernende und froh über Rückmeldungen zu unseren Talks. Und es wird wieder die Aufzeichnung natürlich geben in Kürze auf erwachsenenbildung.at, DigiProf Neuigkeiten. Und es gibt interessante weitere Veranstaltungen zum Thema, unter anderem am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Kürze zum Thema Medienkompetenz, wer übernimmt Verantwortung. Dazu bitte ich auch noch einmal die Information zu der Tagung, die in Kürze am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung stattfindet und sich intensiver, länger, als wir das jetzt konnten, mit dem Thema beschäftigen wird. Auch wir bei Erwachsenenbildung.at arbeiten natürlich weiter. Es gibt bei uns ein Dossier zur Medienkompetenz, das jetzt mit Experten und Expertinnen aus dem Feld neu bearbeitet wird und im 4. Quartal 2020 im neuen Gesicht erscheinen wird. Und wie jetzt schon einige von euch gesagt haben, wir sind ja nicht am Ende der Diskussion, wir sind sozusagen auf derselben Seite und alle Lernende, aber mitten in einer Diskussion, die noch nicht beendet ist. Und die Veranstaltungen und Publikationen der nächsten Wochen und Monate werden das ja auch zeigen. Vielen herzlichen Dank an alle, die so intensiv mitdiskutiert haben im Chat und vielen lieben Dank an euch hier am Podium. Danke. Thank you.